Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Hell. Und ja, wir legen gleich los, würde ich sagen. Nach der letzten Folge. Wir wollten ins Tagebuch gucken. Ja. Achso, okay, das sind halt zwei neue Geschichten, die wir hier haben. Fühlt sich auch so langsam, das ist schon mal gut. Geschickter Handwerker. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, ne? Das ist natürlich das Problem. So. Das Problem ist auch, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, wo wir hinlaufen. Was wir jetzt auf jeden Fall machen können. Warte mal, ich muss eben mal kurz gucken. Wir können einmal sonst die ganzen Himmelsrichtungen einmal ablatschen. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Norden. Einfach aus dem Grund, weil wir ja, zumindest damit wir die Koordinaten haben, damit wir vielleicht das andere Dorf nochmal wiederfinden. Und dass wir vielleicht ein bisschen gucken. So, ich weiß gar nicht. Das Feuer ist auch schon wieder halb aus. Stöcke können wir sammeln. Ja, gut. Das ist nämlich noch so ein bisschen das Ding. Also wir müssen noch weiterhin natürlich Dörfer finden. Also diese großen Dörfer finden, ne? Diese großen Dörfer finden, das scheint so ein Ding zu sein. Und dann müssen wir halt für diese Dörfer immer Dinge tun. Zum Beispiel für das Dorf, wo wir jetzt gerade sind, da müssen wir eben halt diese Gegner ausknipsen. Da müssen wir halt Dinge tun. Und ich glaube, für das andere Dorf müssen wir da Chemikalien zerstören. Das ist, glaube ich, so das... Das ist so das Ding an der Stelle. Ich weiß nicht, wie viele das von diesen Dörfern gibt. Habe ich eigentlich Bandagen dabei? Zwei habe ich noch. Ja, das heißt, wir müssen unterwegs mal gucken, dass wir noch irgendwo Bandagen finden. Weil ich... Oh! Alles klar. Sehr gut. Also nicht gut, aber insofern gut, wenn wir die dann finden und Rituale machen, dann kriegen wir da ja auch wieder Punkte. Ist auch schon wieder sehr gut. So. Machen wir das, machen wir den als nächstes fertig hier. Scheiterhaufen, Holzscheit. Zwei Holzscheide brauchen wir. Zwei Holzscheite. Holzscheit 1, Holzscheit 2. Dann brauchen wir Stickies. Davon haben wir zum Glück welche. Palmblatt 6 Stück. Palmblatt 6 Stück. Palmblatt 6 Stück. Brauchen wir hier Palmblätter? Ich lasse ihn. Man leckt so ein bisschen, ne? Dreckig sind wir natürlich auch, wie immer. Wie viel ist, so, 6 Stück haben wir. Hallo? Will nicht? Ah, nee, wir haben Bananenblätter, ne? Ich bin noch ein Trottel. Noch ein Trottel. Echt ein Trottel. Die Palmblätter brauchen wir. Palmenblätter, nicht Bananenblätter. Ich glaube, Bananenblätter brauchen wir auch gleich noch. So. So. So, dann brauchen wir nochmal zwei Holzscheite. Nein, nicht den Busch. Brauchen wir noch Holzbretter. Kriegen wir hier auch einen Holzscheit raus. Dann müssen wir uns auch gleich wieder eine Axt bauen. Einmal Holzscheit. Einmal Holzscheit. So. Einmal Kur. Sammeln. Ah ne, dann brauchen wir 4 Holzscheite, ne? Ja, okay. Einmal sammeln. So, nochmal 2 Bretter. Nehmen wir dich. Auch nicht gleich die Axt so lange noch. Einmal. Also wie gesagt, das denke ich mal, dass wir da halt eben, dass wir da, was wollte ich sagen? Immer die halt diese Dörfer finden müssen und dann halt die Mission für die machen müssen. Das eine Dorf müssen wir eben halt die Eindringlinge kaputt machen und... Ah ja. Und für die anderen eben dann halt diese Kanister zerstören, diese Chemikalien. So, Stickies nehmen wir natürlich auch lecker mit.
So, jetzt brauchen wir noch ein paar Bananenblätter. Wo haben wir die hingeschmissen gerade? Wo waren die? Die habe ich doch irgendwo hingeschmissen. Habe ich die nicht hier vorne hingeschmissen? Irgendwo hier hatte ich die doch hingeworfen. Hatte ich die Bananenblätter weg oder was? Das kann doch nicht sein. Wo habe ich die denn hingeschmissen? Okay, holen wir uns halt neue fertig. Bananenblätter, 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 Bananenblätter. Da sind Bananenblätter. Wir müssen echt gleich noch eine Axt holen, ne? Ganz, ganz wichtig. Also Steine. Da vorne läuft wieder einer. Das ist unser Hinweis. So, sehr gut. Das ist unser Hinweis für ein weiteres Dorf. Blätterhaufen. Ich glaube, die schmeißen wir mal weg. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Feuer benutzen. Achso, okay. Ich würde schon sagen. So, einmal ein bisschen. Wollen wir Vogelnest nehmen oder was Trockenes? Geht nicht. Wollen wir was Trockenes? Bitch! Bitch! Dass er mir das Feuer immer gleich beleidigen muss. So, kein Wunder, dass es nicht angeht. So. Anake Kuakara Nama. Sehr gut. Und wir 20. Guck mal, das gibt immerhin 20 Punkte. Das ist schon gar nicht so wenig hier. Und dann waschen wir uns erstmal ein bisschen. So. Hetvi. So, dann gehen wir mal da gucken. Hier vorne waren ja irgendwo irgendwelche Nasenbären. Ja gut, und Steine brauchen wir. Palmblatt. Trockenes Palmblatt, das nehmen wir natürlich mit. Nämlich noch ein Feuerchen machen. So, wo ist er jetzt hingelatscht? Hier rein, glaube ich, war das, ne? Ja, da ist er auch. Ja, ja. So, gehen wir mal hier oben hin. Oh, warte. Ja, er muss schon wieder auf Klo. Oh, jetzt ist mein Spür wieder weg. Ah, Mist. Nein. Habe ich wieder nicht gewartet, ne? Ich konnte es wieder nicht abwarten. So, hier haben wir auch ein bisschen Eisen. Ja, das ist so ein Ding. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das müssen wir erforschen hier. Eisen. Damit wir Eisen bauen können. Also schmelzen können. Ich denke mal, dann können wir auch die Schmiede bauen, weil die Schmiede habe ich nämlich auch noch nicht freigeschaltet. Ah, hier ist kein Eisen drin. Und hier müssen dann halt irgendwo Nasen sein. Weil hier liegen wir auf Patrouille, also muss hier eigentlich irgendwo noch ein Dorf sein. Glaube ich. Oder nicht, oder doch? Obwohl, die hatten wir doch eigentlich alle ausgelöscht, ne? Ist da vorne noch was? Nee. In welche Richtung gehen wir überhaupt? Richtung Westen gehen wir gerade. Okay. Ja gut, wir können auch erst Westen abgrasen, dann Richtung Norden. Das ist auch nicht das Problem. Drücken wir uns zwischendurch nochmal hier die Essen rein. Ist immer gut. Ich habe nämlich auch kaum was an Futterreserven. Mal hier durch. Nein! Damn it. Es war wieder klar. Es war ja wieder klar. So, wo ich wieder gebissen irgendwo an den am Bein, denke ich mal. Ja. Oh nee, warte, guck mal, da haben wir was. Haben wir Maden noch dabei? Maden! Maden. Hier, da. Maden. Maden haben wir dabei.
Stapel zerstören, bestätigen. Ach, wir haben nichts dabei, nichts zu essen, weißt du? Und natürlich haben wir Essen dabei. So, klar. Geht nicht. Auch nicht. Ja, was ist denn das hier? Auch nicht? Oder ist es einfach der Piekser dann von der Spinne dann? Das sieht so aus, ne? Ja, kann ich nichts machen. Nichts machen kann ich nichts machen. Toll. Ah, scheiße. Da geht's auch noch abwärts. Das sind alles so Orte, wo wir noch nicht hin können, weil uns einfach mutmaßlich die Taucherausrüstung fehlt. Oh, hier ist aber Stein. Das können wir mal sammeln. Ja, hier siehst du ja halt auch nichts, ne? Also da, wenn da ein Skorpion rumrennt, dann musst du dich wirklich auf den Ton verlassen. Wir sind immer noch vergiftet. Wir verlieren natürlich auch schnell Energie. Apropos schnell Energie. Da können wir uns mal gleich mal... Warte mal, es hält noch 2 Tage. Essen. Drücken wir uns mal das Essen rein. Geben wir nochmal hier auch ordentlich Energie mit. So. Ja, wir können einfach eigentlich auch nur durch die Gegend rennen. Und halt suchen und gucken, ne? Also erforschen. Wir können hier nicht groß... Also, ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst gucken gehen sollen. Hopp. So, Spinne kaputt. Und hier brauchen wir, glaube ich, eine Schaufel. Das sieht mir so schaufelig aus, genau. Oh, genau. Können wir dich mitnehmen. Toll! Kein Platz im Rucksack. Essen. Dann essen wir es halt. Na, das Problem ist, wir werden gleich sterben. Wir sind immer noch... Ja, wir werden wahrscheinlich sterben. God, I'm thirsty. Ja, thirsty. Wir werden wahrscheinlich sterben, weil wir wieder zu doof waren. System hier. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Also ich habe hier keine anderen Möglichkeiten und anscheinend kann ich mir da auch keine... Ja, ich habe das hier, aber ich wüsste nicht, wie ich dabei gehen kann. Also was ich da machen kann. Na. Weil ich hab da nichts. Ich kann da nichts gegen tun. Das ist nämlich ein Spinnenbiss. Und da kann ich nichts machen. Ich kann da keine Maden reinschmeißen. Das sieht mir so nach Maden aus hier. Aber auch da können wir nichts machen. Verbände können wir nicht raufsetzen. Stein können wir hier nichts machen. Fixen können wir nicht. Die Kohle einreiben können wir nicht. Ja, wir werden gleich sterben. Ach man. Das ist doch zum Mäusemelken. Ja, das war's. Ich bin tot. Ach Gott, ey, das nervt gerade so ein bisschen. Weil ich auch irgendwie nichts machen kann gegen Spinnenbiss. Da kann ich nichts machen. Da werde ich gebissen und dann kann ich nichts gegen diese Wunde machen. Ich habe da nichts gegen. Ich wüsste auch nicht, dass wir da irgendwie was haben in dem Bereich. Da, Schratzer, Wundinfektion, vergiftete Wunde, Ausschlag, Egel, Fieber. Gut, Fieber können wir was machen, aber Parasiten, Wurm, Dreck. Da habe ich keine, ich habe da keine Möglichkeit. Ich habe da keine... Oh, siehst du, jetzt bin ich tot, endlich. War doch Zeit. Ach, Mann. Er ist schon lange nicht mehr gestorben.
ein bisschen leiser. Durch Gift getötet, natürlich. Mann, ey. Nervig. Und da, durch so einen Kram kommst du nie so richtig voran, ne? Weil du dann immer wieder vorne anfängst. Das können wir nämlich gleich die Mutti, die wir gerade eben verbrannt haben. Klingt ja auch ein bisschen merkwürdig. Aber es ist ja so. Können wir jetzt gleich schon wieder verbrennen. Können wir das Ganze normal machen, das ganze Spiel. Oh Mann, ey. Und vor allem, wir dürfen ja nicht vergessen, wir müssen 1000 Punkte zusammenkriegen. Wir haben jetzt irgendwie erst 200 oder so. Wobei ich der Meinung bin, dass wir da schon wesentlich mehr eigentlich gemacht haben sollten. So, wo war die jetzt hier? War die hier oben? Richtung Norden. Ganz grob. Was ist das hier für eine Blume? Ah ne, okay. Das sah mir so gewollt aus, als wenn man sich das angucken muss. So, wo ist sie jetzt? Weil die dürfte ja wieder jetzt da sein. Wo ist sie? 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 Dann müssen wir sie wieder suchen. Ja. Oder Essen habe ich ja auch jetzt nochmal wieder dabei, ne? Ja, okay. Weißt du, ich habe die jetzt nicht. Weiß jetzt nicht, wo die war. Da ist sie. Da ist sie. Die arme. Gehängte Leiche. Na, das ist auch sehr nett, ey. So. Gut. Machen wir die wieder mal schnell fertig. So. Das hatten wir, glaube ich, genug dabei. Außer ein natürlich, ein Stock fehlt mir jetzt wieder, so. So, Palmblätter. Diesmal Palmblätter, bitte. Palmblätter. Palmenblätter, Palmenblätter. So, nochmal zwei Holzscheite. Den schmeißen wir mal weg. Können wir eher mal einsammeln. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt nochmal 4 Scheite. Na, ich will da ran. Ich will da ran. Die Holzscheite. Einmal. Nochmal ein Holzscheit, nehmen wir den. Und die Axt ist gleich im Moos. Das ärgert mich immer, wenn ich so sinnlos vergiftet werde und dann sinnlos sterbe, weißt du? Das ist immer so, ja. Immer so ekelhaft. Was soll da? So sammeln. Einmal. Sammeln. Zweimal. Sammeln. Einmal. Sammeln. Viermal. So, Bananenblätter, 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 Bananenblätter. 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 Eins brauchen wir noch. Jupp. Jupp. Okay, und jetzt machen wir ein bisschen Glut. Nutzen. Ein bisschen Feuer. So. Come on. Anake Kuakara Nama. Thank you.
Oh, sehr schön. Gut, dann haben wir sie auch beigesetzt. Wir gehen jetzt mal noch einen anderen Weg. Hätte ich auch ganz gerne mal dieses Spuckrohr mal, dieses Pusterohr mal genutzt, aber ich weiß nicht, wo man die Fasern herkriegt. So, in welche Richtung gehen wir gerade? Richtung, ja, mehr oder weniger grob gegen Westen. Gegen Westen. Ja, guck mal, da ist mich wieder so eine Dreckspinne. Ja, schön. Einfach aus Prinzip. Nicht, dass wir nachher auf dem Rückweg wieder reinlatschen. So, einfach mal durch die Gegend latschen. Du bist doch Tabak, ne? Oder bist du nicht Tabak? Unbekannte Kräuter? Ne, sind unbekannte Kräuter. Unbekannte Kräuter? Ah. Zerstören, bestätigen. Also, wenn ich die nicht mitnehmen kann. Was ist denn das hier? Hä, warum kann ich die nicht mitnehmen? Unbekannte Kräuter. Wollen wir die mal essen? Ja gut, was soll passieren, außer dass wir sterben. So, 2 Kohlenhydrate, Lebensmittelvergiftung. Einmal kotzen. Geil. Und waschen müssen wir uns auch nochmal. Waschen uns mal hier. Waschen. Na ja, gut, ein bisschen Lebensmittelvergiftung haben wir jetzt. Ja gut, okay. Ja, in Ordnung. Kotzen uns halt ein bisschen die Seele aus dem Leib. Das ist nicht so gut für die Werte. Aber sei es drum. Liegen viele Stöcke rum. Was soll das? Gehen wir wieder Richtung Süden. Bleiben wir mal Richtung Westen. Ein Holzscheit. Knochen. Stöcker. Ah, hier war ein Dorf. Hier war ein Dorf. Hier war ein Dorf. Wollte schon sagen, hä, wieso liegt denn so viel Stuff? Aber das war ein ehemaliges Dorf. So, gucken wir mal. Na, ich laufe jetzt mal bewusst nicht, weil das geht immer so wahnsinnig auf die Energie. Ah, guck mal einer an. Hier ist ein Marker. Okay. Haben wir den schon gelesen hier? Offensichtlich. Also hier waren wir schon. Okay. Da ist der nächste Marker. Die kann man ja auch, die kann man zwar zerstören, aber das bringt uns erstmal nichts, weil die dann trotzdem wieder respawnen. Ich denke mal, das werden eben halt so eine Marker sein für die NPCs, damit die wissen, wo die längs laufen müssen. Und das noch wieder ein. Verdorben, okay. Damit die wissen, wo sie längs laufen müssen, die Knechte. Was ist das hier? Achso, das ist einfach nur Holz. Dann ist noch eine Schlange. Weg, Mann, das Vieh. So, weiter gucken. Oh, Bananen, sehr gut. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Guck mal, da ist noch eine Höhle hier, schön lecker. Da gucken wir auch nochmal rein. Da.
Haben wir auch noch nicht gelesen, sehr gut. It's a warning. It's a warning. Enter a place where you can walk on water. Walk on water? Ich glaube mal nicht, mein Junge. Ich glaube mal nicht, dass wir auf Wasser laufen können. Aber da müssen wir eben weiter die ganzen Texte wahrscheinlich lesen. Damit wir vielleicht gewisse Rätsel lösen können oder so. Damit wir Hinweis kriegen, wo wir diese Rätsel vielleicht finden und wie wir sie lösen können. Auch eine schöne Location hier, ne? Ist natürlich dann immer die Frage, ob uns das was bringt. Oh, guck mal, wen haben wir denn da? Hallo! Ha? Halt! Warte. Ich habe gerade ein Viech gehört. Mutmaßlich ein Krokodil. Wo bist du, Krokodil? Hier oben scheint es nicht zu sein. Da bist du. Ja. King of the Jungle. So, fallen immer mit. Ja, ist ja gut. Kampfmusik kannst du wieder ausblenden. Ich habe ihn platt gemacht. Zwei Kopfschüsse, dann war's das. Ja. Also haben wir ihn doch wenigstens gehört. Und jetzt können wir gleich wahrscheinlich gerade mal wieder kriechen. Ja, genau. Wir können gerade mal wieder kriechen. Pass mal auf. Wir machen den mal. Sammeln wir. Wir brauchen sowieso gerade wieder ein paar Knochen. Dinger. Sammeln. Dann wir die auch nochmal. Die anderen schmeißen wir mal weg. Nicht einfach zu viel. Oh, wir sind immer viel zu sehr überladen. Herstellen. Herstellen. Zap. Zap. So, wir müssen noch ein bisschen Ballast loswerden. Bestätigen. Warte mal. Craften mal ein Feuer. Kleiner Stock fehlt uns natürlich, klar. Ah, Mist. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Auch Steine. Na komm. Oh, gerade noch so. Ah, und gerade jetzt. Seriously? Gerade jetzt. Ah, geht das kaputt. Ich brauche kleine Stickies. Alter. Schleicht man sich aber auch einen ab hier. Meine Güte. So, kleine Stickies brauche ich. Sammeln. Oh ja, ach sehr gut. Was mir jetzt hier noch so ein bisschen fehlen würde bei dem Spiel, ist die Möglichkeit, dass man... Oh, jetzt haben wir drei Parasiten, ich werde wahnsinnig. Fehlt so, dass mir so ein bisschen die Möglichkeit fehlt, dass man einfach auf den Knopf drückt, sondern kannst du gewisse Sachen automatisch craften. Ja, das würde ich ein bisschen, das würde ich ganz toll finden eigentlich. Aber die Möglichkeit gibt es hier leider nicht. Das finde ich echt schade. Achso, eine Axt fehlt uns natürlich. Warte. Einmal herstellen und ein Seil. Ups. Und dann kriegen wir eine Axt. So, perfekt. So, wir gucken uns das gleich an, ne? Keine Sorge. So, dann machen wir noch ein bisschen Feuerchen. Benutzen. Und dann machen wir uns gleich noch ein lecker Feuer. Wir haben doch vorhin schon. Haben wir nicht. Okay, gut. Nehmen wir uns das Nest. Müssen wir noch trockene Blätter oder sowas noch mitnehmen.
Einmal zack. Und dann braten wir uns nämlich gleich das Fleisch an. Ein. Oh. So, Mignon, was hast du denn? Was hast du, Mignon? Achso. Wie es aussieht, hast du einen Schlangenbiss. Ja, das ist ein Problem. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ich kann so nichts. Kann ihm nicht helfen, eigentlich. Weil. Unbekannte Kräuter. Mal daraus was herstellen. Essen sammeln. Unbekannte Kräuter sammeln. Mal gucken, ob wir was rauskriegen. Tabakblüten, Knochennadel, Kohle. Ja, ich kann das nur sammeln, aber es bringt ihm nichts. Oder kann ich ihm da mal was craften? Ascheverband bringt ihm auch nichts. Ne, wir müssen irgendwie die Möglichkeit finden. Irgendwie die Möglichkeit finden, dass wir halt diese Schlangenbisse, dass wir die irgendwie fixen können. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Das ist das Problem. So, es wird schon wieder duster. Ach, wir gehen uns mal waschen. Obwohl, wir holen uns mal vielleicht mal so diese komischen Pilze. Wo waren die hier? Hatte ich irgendwo Pilze gesehen? Da oben, glaube ich. Da. Nehmen. Holzscheiter oben. Dann waschen wir uns noch ein bisschen und wir haben schon wieder irgendwelche Viecher am Körper. Also sind natürlich jetzt keine Pilze mehr dran, ist klar, natürlich. Vorhin waren da Pilze dran, meine ich. So zum Kurzen. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Es muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass wir ihm da die Wunde aussaugen können, aber ja doch, insofern schon. So, dann machen wir hier nochmal kurz was. Ein Badge. Hopp. Palmblatt. Oh, nehmen wir die. Da kann ich wieder nirgendwo schlafen. Das ist ja wieder ein Farce, ist das. Farce! Als wenn ich hier nirgendwo schlafen kann. Ach, hier kann ich schlafen. Na, alles klar. Interessant. Du hast wahrscheinlich meinen Kumpel oben gebissen, ne? Du Sau. Sehe ich doch schon. So, ja, plötzlich sind hier natürlich keine Pilze mehr, ist klar. So. Einmal was trinken. Und sammeln. Kann ich mich hier ein bisschen heier machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihm die. Es ist ja auch wäre für mich auch interessant, wie man halt diese. Wie man das machen kann, wie man die. Wie man diese Vergiftung loswerden kann. Okay, Blätterhaufen. Jetzt holen wir uns nochmal. Haben wir den Igel? Okay, das haben wir. Das war relativ entspannt. Dann wasche ich mich nochmal. So, okay. Ja, Parasiten, da können wir jetzt gerade nichts gegen machen. Und er ist weg. Ja,
Ja gut, da war ja diese Uhr, die mitgelaufen ist. Ja, das ist ja, was soll ich machen? Wenn ich nicht helfen kann, ich muss das unbedingt mal nachgoogeln, wie man da am besten, was man da machen kann. Hier ist noch Fleisch. So. Oh ne, weißt du, ich mach das ganz, ganz anders. Dann nimm das mal kurz raus. So, und dann holen wir uns nämlich gleich noch ein bisschen Wasser. Zack, zack. Können wir uns nämlich gleich noch ein bisschen Wasser aufkochen. Haben wir. So. Lass uns noch mal so ein bisschen pushen können. Ein bisschen higher machen. Fleisch nehmen wir mit. Das hat jetzt erstmal einen Tag und 21 Stunden erstmal Laufzeit. Das ist gut. So. Wir sind schon wieder bei 37 Minuten. Das ist Wahnsinn. Oh, 45 Proteine. Das gibt richtig Dampf. Sehr schön. Machen wir uns noch vielleicht nochmal so eine Infusion hier oder keine Ahnung was. Hier mit dem Ding. Unbekannte Frucht. Ich weiß gar nicht. Die war eigentlich auch, glaube ich, sehr gut. Herstellen. Und was können wir damit herstellen? Irgendwas können wir damit herstellen. Okay, warte mal. Damit anscheinend nichts. Damit anscheinend auch nichts. Damit anscheinend auch nichts. Herstellen, Essen. Essen ging, glaube ich, nicht. Wenn du essen würdest, dann würdest du, glaube ich... Hättest du, glaube ich, irgendwie irgendwas Magen-Darm-mäßiges. Ich weiß es nicht. Nein! Warum? Warum bin ich so doof? Warum drücke ich auf Verschütten? Warum? Warum tue ich das? So. Einmal Bett. Und einmal pennen gehen. Warum nimmt das an? Das ist noch viel schlimmer. Warum nimmt das überhaupt an? Ein bisschen schlafen bis um 7. Aber ist egal, komm. Ist wurscht. So. Und es ist wieder hell. Sehr gut. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich meine, diese Pflanzen hatten auch was damit zu tun. Aber Essen sammeln. Unbekannte Frucht. Na, das Feuer wird wahrscheinlich schon jetzt so ein Moors sein, ne? Das wird wahrscheinlich wieder kaputt sein, ja. Und sind wir jetzt erstmal mit? Die nehmen wir auch mal mit. Na, wie viel haben wir denn im Inventar? 40, 8. Okay. Kann man essen? Also theoretisch kann man sie essen. Zerstören, bestätigen, essen. Also essen sollten wir sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, davon kriegen wir Durchfall. Ist natürlich auch blöd, dass wir ihm jetzt nicht helfen konnten, ne? Aber was willst du machen? Das ist... Wenn ich kein Mittel habe gegen den Schlangenbiss, dann kann ich da noch nichts tun. Das ist halt eben so. Das ist doof, aber... Okay, ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle im Morgengrauen erstmal einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Green Hell wieder. Ja, wenn wir wieder auf Entdeckungstour gehen. Na, und vielleicht irgendwann mal rausfinden, vielleicht mache ich das in der Aufnahmepause jetzt, dass ich mal gucken gehe, wie man Schlangenbisse behandelt. Na, also mach's gut, bis dann, tschüss.